dann immer weiter in die neue Zeit, in die aktuelle Zeit, ja? Also, wir beginnen zunächst einmal mit etwas sehr Klassischem. Einen sehr klassischen Künstler, den kennt ihr auch schon, Wolfgang Amadeus Mozart, ja? Also, er wurde in Salzburg geboren, darüber haben wir auch schon gesprochen. Etwas Besonderes bei ihm ist, dass er vor allem schon mit 8, 9 Jahren komponiert hat. Das bedeutet, er hat schon mit 8, 9 Jahren begonnen, Lieder zu schreiben und diese auch zu komponieren, das heißt die Musik dazu zu schreiben. Und für Mozart, das ist etwas Besonderes, er zählt nämlich auch zur Wiener Klassik. Das bedeutet, dass er zu dieser Zeit in Wien war und dort sehr viele Lieder geschrieben hat. Zum Beispiel eine bekannte Oper ist die Zauberflöte. Ja, also die ist sehr lange, da kann man auch sehr lange anschauen. Wird auch oft in Wien aufgeführt und es ist eine sehr bekannte Oper, die sehr oft von ihm gespielt wird. Ein weiterer klassischer Komponist, also ein Künstler, ein Welche Musik magst du am besten? Mir gefällt am besten Popmusik, also Musik, die im Radio gespielt wird. Welcher ist dein Lieblingsmusiker? Mein Lieblingskünstler, mein Lieblingsmusiker aus Österreich ist Josh. Er singt sehr aktuelle Musik und singt einfach